Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Lifeless Planet. Ja, wir sind jetzt hier im Forschungskomplex gelandet. Über die Tür zu dem Labor, wo wir den Sicherheitscode in zwei Teilen finden mussten und unterwegs auch nochmal eines unserer Crewmitglieder scheinbar gefunden hat, was aber sich buchstäblich in Luft ausgelöst hat. Wenn ihr wollt, könnt ihr die letzte Folge nochmal anschauen. Sie war sehr interessant und es sind einige seltsame Vorgänge hier. Wir haben dieses jovetische Dorf gefunden, was völlig verlassen ist. Tipp, drücke F oder den rechten Bumper, um die Taschenlampe zu aktivieren. Okay. Sehr gut, die hilft uns schon mal. Und wir sind in einer riesigen Röhre hier scheinbar. Krass. Gucken wir nochmal, was hier so ist. Oh nein, nicht schon wieder das Bett. Das Bett kennen wir schon aus der ersten Folge. Als wir das gefunden haben, sind auf uns ein paar Felsen raufgedonnert und haben uns beinahe geplättet. Das ist nicht gut. Da liegt wer im Bett, oder? Natürlich hat sich's wieder aufgelöst. Aber scheinbar diesmal keinen Angriff von hinten oder so. Guck mal, der hat seine Taschenlampe oben am Helm dran. Sehr cool gemacht. Ich weiß nicht, ob die Taschenlampe ewig hält oder ob die auch irgendwann ausgeht. Ich bin gespannt. Aber wir werden sie auf jeden Fall brauchen hier in der Finsternis. Im Forschungskomplex. Der scheinbar auch völlig verlassen ist, so wie alles, was wir bisher auf diesem Planeten gefunden haben. Und woran wurde hier geforscht? Wollte die Sowjetunion hier irgendwie eine Kolonie bilden, haben sie ja eigentlich schon, aber wollten sie sich hier richtig niederlassen? Oder wollten sie irgendwelche Vorteile im Krieg erlangen? In dieser Gegend gibt es keinen Strom. Finde einen Weg, den Strom wiederherzustellen. Okay. Hier ist doch so ein Generator, ne? Wir hier über die Tür auf. Die Taschenlampe ist ein bisschen eklig, ne? Die bewegt sich so ruckartig. Ist nicht so ganz mein Ding. Okay, warte mal, was liegt denn hier? Nix. Die Tür geht irgendwie auch nicht auf hier, ne? Über den Zaun vielleicht? Ah. Yay. Oh, what the fuck? Wieder aufhören langsam hier. Er sitzt wer am Tisch, ne? Was zur Hölle ist das hier? Stehen Nähmaschinen, glaube ich, auf dem Tisch. Oder so. Ne, das Quatsch, das sind keine Nähmaschinen, das sind Teleskope. Hier. Vergrößerungsgläser halt. Keine Ahnung, mir fällt der Name gerade nicht ein. Das ist eine Puppe, die da sitzt, ne? So, danke schön, dass diese Fanfare endlich aufgehört hat. Dann kann ich auch wieder reden nochmal. Oh Mann, was ist hier los, ey? Das ist sehr unheimlich alles. Niemand ist hier, aber diese Musik spielt ab und... Was ist das für eine Puppe hier? Da liegt irgendwas auf dem Tisch. Ich traue mich gar nicht ranzugehen. Hallo? Ach, das ist keine Puppe, das ist ein Skelett. Ach, ist ja auch schön. Hallo? Ночь назад мне удалось запереться в комнате. Может, мне повезет, и они не смогут залезть сюда. Конечно, на самом деле, я всего лишь запер себя в своем собственном склепе. Я понимаю, что мой конец близок.
Последние два дня сигналы с остальных постов приходили все реже и реже. Вот уже несколько часов, как больше вообще никто не отвечает. Я примирился с мыслью о кончине. Но как бы мне хотелось, чтобы, встречая ее, я не был бы один. Der Kerl hat sich scheinbar da verbarrikadiert vor irgendetwas, vor sie. Aber wer sind sie? Wen meint er? Na gut. Von den anderen Posten hat sich scheinbar auch keiner mehr gemeldet. Hier liegt auch wieder das Buch, was er gefunden hat, oder? Das scheint hier so eine Art... keine Ahnung. Leerraum oder so gewesen zu sein. Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist es ziemlich groß, ziemlich finster und ziemlich unheimlich. Ich weiß nicht, ob das da die sowjetische Nationalhymne war oder so. I bet I can make use of this. Okay, du kannst mit der primären Maustaste auch Gegenstände aufsammeln, okay. Was ist das, TNT oder so? Hallo? Ah, cool. Jetzt trägt er das in der Hand. Wir müssen sicherlich irgendwas aufspringen, hier um rauszukommen. Weil der Kerl hat sich ja auch verbarrikadiert. Wer auch immer das war. Ruhe in Frieden. Ah, hier hat er sich verbarrikadiert, okay. Fuck, ich sollte hier wegrennen. Boom. Okay, brauchen wir das zweite auch noch? Ich nehme es mal mit. Können wir sicherlich irgendwie gebrauchen, das zweite TNT. Oh Mann, und hier ist echt eine düstere Atmosphäre. Ich würde hier gerne so schnell wie möglich raus. Die Taschenlampe ist echt ein bisschen buggy, habe ich das Gefühl. So the Russians found some kind of portal that transported them to this planet. And then things went terribly wrong. Okay. Das kann ich einfach so auf den Plan entnehmen. Boah, ich kann nicht mehr sprechen, wa? Forschungsanlage. Ich habe den Zugang zu einer Art Forschungsanlage gefunden. Habe Skelettreste eines ehemaligen Labormitarbeiters gefunden. Dokumente besagen, dass die Russen eine Art Portalsystem aufgebaut haben, das hierher führt, obwohl ich mir noch nicht sicher bin, wo hier ist. Dieser Ort scheint eine Kolonie zu sein. Sie war anscheinend noch nicht einmal vollständig aufgebaut, als etwas passierte. Und was passierte? Das finden wir hoffentlich noch heraus. Eine Art Portalsystem, okay. Mal die Taschenlampe wieder an. Geht's hier weiter? Oh. Ich glaube, hier war das Krankenhaus oder so. Sieht so aus. Ja, hier war das Krankenhaus. Und Krankenhäuser sind immer nicht gut in solchen Spielen. Alles ziemlich verwüstet. Hier sieht nach einem Angriff aus oder so, ne? Virus распространяется все быстрее. Все попытки сдержать его пока не увенчались успехом. Однако мы не сдаемся. Мои коллеги работают без устали. Здесь мы имеем дело с неземными существами, поэтому многого мы не знаем. Задача очень сложная, но мы ее разрешим. Мы должны ее разрешить. Okay. Scheinbar hat hier ein Virus gewütet und der ließ sich nicht eindämmen. Aber sie scheinen nicht über den Virus überlebt zu haben. Oder es ist noch etwas ganz anderes passiert.
Denn ein Virus würde ja nicht sowas verwüsten hier, oder? Was ist das für ein Raum da vorne? Fußspuren. Grüne Fußspuren. Heilige Scheiße. Was ist hier passiert? Hier drüben liegt ein Block. Laborbericht 394, Patient 23. Fantastisch. Mit jedem unserer Tests werden Ihre Proben vielversprechender. Ich werde später weitere Einzelheiten berichten. Im Moment habe ich einfach keine Zeit. Ein Test ist, scheint sehr gut zu verlaufen. Und ich würde sagen, wir haben keine andere Wahl. Wir müssen mal diesen Fußspuren hier folgen. Denn irgendwer muss sie ja gemacht haben. Ne? Aber warum sind die grün? Und warum leuchten die so? Great. I think my mind is playing tricks on me. Eine Vision von der Heimat. Mein Verstand trügt mich. Ich dachte für einen Moment, ich sei wieder auf der Erde. Nachdem die Halluzination verschwand, fand ich eine menschliche Fährte, die aus der unterirdischen Anlage führte. Die Fußabdrücke leuchteten grün. Das kann ich mir nicht erklären. Ich habe ein paar Proben genommen, hatte aber noch keine Zeit, sie zu analysieren. Die Spuren scheinen aus der Anlage herauszuführen. Also werde ich... Ja, vielen Dank, die X-Story, gerade kam ein Update von meinem Aufnahmeprogramm rein und da hat sich einfach mal das Spiel minimiert. Ich hoffe, es ist alles in Ordnung mit der Aufnahme soweit. Also werde ich ihnen folgen, aber mit Vorsicht. Ja. Dann werden wir das wohl tun. Oh, was ist das denn hier? So, das ist so. Ah, okay, ich komme da nicht vorbei wegen dem scheiß Wind. Komm schon. Ich schaff das. Ja. Oh. Scheint so eine Art Lüftungssystem gewesen zu sein oder so. Wie geht's jetzt hier weiter? Da oben geht's rein. Okay. Dann. Wie soll ich das schaffen? Das ist doch viel zu hoch. Warte mal. Ich habe eine Idee. Schubs geben oder reicht's? Bams. Genau, ich finde auch die Fußspuren weiter. Keine Ahnung, wie der das geschafft hat, dadurch zu kommen, ohne die Propeller auszumachen, aber ich hinterfrage hier gar nichts mehr. So. Hier führen wir die auf, die Spuren, ne? Die Lenden gehen sie weiter. Da oben leuchtet irgendwas. Da gehe ich mal hin. Hallo? Ist nichts. Irgendwie komme ich hier auf jeden Fall nicht hoch. Was ist das denn hier? Für den Fußspur noch hin. Dann würde ich sagen, gehen wir mal da hoch. Mann, ist eine riesige Anlage hier, ey. Richtig krass. Da oben ist. Da oben geht's raus. Ja. Da kommt Wasser runter, scheinbar. Krass, sieht auch richtig cool aus hier, ne? Mit den Sonneneffekten. Ist schon eine geile Grafik, muss ich sagen. Was denn einschalten? So ein Aufzug oder was? Ich sehe nicht ganz genau, was das hier ist, ehrlich gesagt. Ich habe das Gefühl, ich muss mal ein bisschen weiter weggehen und mit der Kamera, damit ich es überblicke.
Okay, wir müssen einen Weg finden, das einzuschalten. Lauf, kleiner Astronaut. Guck mal, hier ist doch ein Knopf. What the fuck? Ich würde sagen, wir haben es eingeschaltet. Das macht ganz schön viel Lärm, ne? Ah, ist so eine Art Gondel oder was auch immer. Fährt der jetzt wieder rüber? Ah, ich muss nicht gucken. Plattform halt. Da gehen die Fußspuren weiter. Diese seltsamen Fußspuren. Denen wir folgen. Wow. Erdbeben. Kein gutes Gefühl hierbei. Gar kein gutes Gefühl. Maybe there's a way around. Ah, hier ist ein Felsen eingestürzt. Okay. Boah, echt krass hier, ne? Die Gegend. Hier geht's nicht weiter. Richtig krasse Gegend hier, muss ich sagen. Eine riesige Höhle und dann mit lauter Rohren und so ausgestattet. Geheime Gänge. Wir verfolgen den grünen Mann mal. Ganz kurz was trinken, kurze Atempause. Auch ziemlich spannend hier, muss ich sagen. Ich schwitze aus allen Poren. Nein, natürlich nicht, aber es ist auch relativ warm heute, ne? So. Jetzt haben wir das umgangen hier. Boah. Alter, was ist denn da oben? Ist das ein Ventilator oder ist das irgendwas anderes? So, hier ist die Einsturzstelle. Da hinten ist auch nochmal. Ich würde sagen, wir checken erst hier hinten was ab. Bergbaubetrieb. Ich habe einen verlassenen Bergbaubetrieb entdeckt. Die Felsen hier scheinen die gleichen phosphoreszierenden Eigenschaften der menschlichen Fußspuren zu haben, denen ich folge. Ich vermute, dass sie etwas abstrahlen. Ich weiß nicht, ob dieser Bereich sicher ist, also bewege ich mich besser möglichst auf den grünen Spuren. Okay. Kann ich die Dings hier nehmen? Nee. Dann sollte ich mich an die grünen Spuren halten. Wenn das dort schon steht. Aber scheiß drauf. YOLO. Aber hier geht's eh nicht weiter scheinbar, oder? Das riskiere ich lieber nicht. Hier, da drin gibt's auch eine Treppe, also. Lieber wieder zurück. Bevor ich hier einen einsamen Tod sterbe. Ich möchte gerne so eine Hacke mitnehmen, so eine gute Waffe. Wir sind auch völlig schutzlos eigentlich, wenn jetzt hier irgendein Gegner kommt oder so. Sind wir dem schutzlos ausgeliefert eigentlich. Ich meine, der Raumanzug macht uns extrem langsam. Drunter? Nee, ne? Also eine Waffe, da würde ich mich schon sicherer fühlen hier auf diesem seltsamen Ort. In diesem seltsamen Ort. Was ist denn hier hinten? Völlige Schwärze irgendwie. Ich sehe nicht die Hand vor Augen hier. Teilweise. Und ihr umso weniger. So, wie kommen wir denn jetzt hoch da? Muss ich doch da oben lang?
Ich dachte, hier wäre jetzt eine Treppe oder so, aber die ist ja eingestürzt. Scheiße. Mann, ey. Also doch wieder zurück. Sorry. Es leckt jetzt gerade ein bisschen, ne? Tut mir leid, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ist ein bisschen eklig. Und weiter geht's hier auf unserer Reise, auf unserem Abenteuer. In den Tiefen des Planeten, dessen Namen wir nicht wissen. So, jetzt müssen wir hier hochkommen, ne? Zack. Hier ist nämlich die Treppe eingestürzt von dem. Wer auch immer diese Fußspuren verursacht hat. Wir werden es bald herausfinden, denke ich mal. Aber erst in der nächsten Folge von Let's Play Lifeless Planet. Vielen Dank fürs Zuschauen wieder mal. Danke, dass ihr kommentiert und bewertet, wenn ihr es dann tut. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein.